rein. Mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Battlefleet Gothic Armada 2 und greifen jetzt Sabena an. Wenn mein Aufnahmetool mitmacht, ja, es macht es. Springen wir rüber. Und springen wir rüber. So, weil wenn wir die hier platt haben, dann können wir hier nämlich die weiter ausbauen, die Sektoren, weil sie ja nur noch hier rüber kommen. Über Walker und bisher sind die, ist die KI doch sehr defensiv. Na gut. Attacke, da haben wir keine doppelte Stärke. Wir haben wieder die roten Korsaren dabei, die World Eater. Und ja, wie sieht es an der Punktzahl? Sie haben keine Verteidigung. Ich glaube, vielleicht ein Minenfeld gehabt. Aber, oh, wir haben die Zahl des Teufels, 666. Und die halt ein bisschen weniger. Ist fast ausgeglichen. Okay, Rückzugsoption, 3 Stück. Okay, man kann nicht unendlich zurückziehen. Gut zu wissen. In der Kampagne können Necrons antike Dulmentore verwenden, was immer das ist, um von System zu System zu reisen. Ja, ist doch schön. Boah, mein Stuhl knarkt. Da lass mal mehr Abos, ey, damit ich mir mal einen Stuhl leisten kann. Ey, was sind das da für coole Asteroiden, oder? Ist das Eis oder Diamanten? Naja. Ah, wir haben wieder diese Mission mit den mehreren. Ah ne, sind eigentlich. Ich dachte gerade, wir müssen wieder hier irgendwie was einnehmen. Mir fehlt ein Schiff. Ich habe doch hier eins gekauft. Wo ist denn... Alter, wo ist denn das Schiff? Der wurde doch sofort geliefert. Warum nicht der von den Space Marines? Oder habe ich nicht auf Bestätigen geklickt? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. We wait your command. Das ist jetzt echte Scheiße. We serve. Understood. Ja, fliegt hier automatisch dran vorbei oder? Nein, changing course. At your command. To where we are needed. Ship ready. Your orders. Heading acknowledged. Energie. Ja, nur ein Signal, das kann nicht mehr, das muss mehr sein. Ui. Ship ready. Ich glaube, die können wir wieder nicht ausweichen. Ne? Los, schießt sie kaputt, Mann. Ah, okay. Nächstes Mal bleibt einer. Bleiben die immer in der Nähe. 4 Signale. Your orders? Underway. We stand ready. Achso, Autoschießen dürft ihr auf, ne? Da will ich euch nicht aufhalten. Ich möchte nur, dass sie durch die Asteroidenfelder kommen. Oder durch... Ja. Engaging engines! 2 Truppen verloren.
Die fliegen da außen rum. Course engaged. Teil 1, We wait your command. Wir konzentrieren uns erstmal auf das eine da. Engaging. Eins nach dem anderen. Enemy sighted. Warum drehst du dich? Enemy sighted. Weil es jetzt nicht Ship ready. Unsichtbar ist oder was? Jungs, was macht ihr da? Ey, kommt! Ich will, dass ihr den einen erstmal zerstört. Das kann doch nicht so schwer sein, da. Ich schicke jetzt einfach ein paar Torpedos, dann muss er sich bewegen. Setting course! Hier, kannst du Show us the enemy. Kann er wohl nicht. Your orders? So. Coordinates acknowledged. Maximum burn. Underway. Nee. Enemy ship crippled by the lightning strike. Aye, Admiral. Course engaged. We serve. We wait your command. Komm jetzt da Engaging raus. Engaging engines. Schön drehen, mein Freund. Und einmal meltern. Heading acknowledged. Und jetzt Energie. Ah, jetzt wird es knapp. Die liegt schon das zweite Mal. Dass ich dich nicht richtig erwische. Understood. Ship ready. Oh, das ist wieder weg. We wait your command. Course engaged. Junge, kommst du mal hier lang? Your orders? Oh, Scheiße, jetzt ein Schild verloren. Ich will dich nicht verlieren, Junge. We stand ready. For the Emperor. So, hatte ich ein Schiff. Halt, haben sich wieder eingekriegt. Targeting enemy vessel. Impossible, Admiral. Changing course. All ahead, full. Setting course. Na komm, flieg rein da. Coordinates acknowledged. Müssen wir unseren anderen Kollegen da schützen. Alter, da kommt noch mehr. Initiate Thunderhawk bombardment. Your orders? Heading acknowledged. Enemy sighted. Oh mein Freund, du musst wieder dich um den einen kümmern da. Der muss sterben. Ihr drei müsst ihn töten. Your orders? Und du musst Underway. Dich um ihn kümmern. Puh. Schade, dass ich nicht sagen kann, lieber den Tyranniden Schild nachladen oder so. Ready. Meuterei, ganz gut. Your orders? Komm her, Kleber. Aye, Admiral.
So, wir versuchen wieder in Körperkontakt zu kommen mit ihm. Ich liebe diesen Kurs engaged. So. Maximum Burn. Acquiring new vector. Noch ein bisschen mehr drehen, mein Freund. Engines. Ich würde ihn doch gerne meltern. Aber zu kurz, scheiße. All ahead full. Aber zu kurz. Understood. So, bitte hier auf die Antriebe ziehen. Give us purpose. Initiate Thunderhawk bombardment. Und du gehst jetzt mal underway. Aber sowas von. We wait your command. Hier sehen. Du gehst nach Hause. Hier hinten hin und dann machst du einen Warp-Notsprung. Damit du am Leben bleibst. So. Oh, das sieht gut aus. Course engaged. Na los. Was machst du? Geh doch mal da. Engaging engines. Und rammeln. Ausschalten. Heading acknowledged. So, jetzt entern wir noch eine Runde. Where shall we strike? Und enter Manöver. Boarding successful. Launch Thunderhawks. Harakiri War Thunder. Wahrscheinlich haben sie das mit die ganze Zeit damals bei meinen auch drauf gemacht. So, du bist weit we genug. Wait your command. Können wir nicht Notsprung machen? Scheiße. Er wird beschossen von irgendwoher. Aye, Admiral. Dann pflichtet. Coordinates acknowledged. Da hinten ist noch einer. Ach, du kriegst die Motten. Ach, du Scheiße. So, hier hin. Your orders? Ah, komm. Ich kann noch kein Gas geben. Initiate emergency repairs. Eingeleitet. Versteckt sich die Ratte da? We serve. So, alle volle Fahrt. Understood. Du musst hinter den Asteroiden, vielleicht gibt das ein bisschen Deckung. Engaging engines. Aber ein bisschen zu knapp. Changing course. Du brennst wie ein Weihnachtsbaum, mein Freund. Setting course. Bin jetzt gerade weg. Underway. So, in diese Richtung. All ahead, full! So. Underway! Die Scheiße da vorne an, dass da ist. Engaging target! Einmal Scheiße erfasst und Feuer. Give us purpose! Initiate Thunderhawk bombardment! Nicht mit mir, nicht mit dir, mein Freund. Your orders? Ihr glaubt ja gar nicht, wie sehr ich das liebe. Setting course! Dreh dich. Ach, ja, haut ab. Changing course! Ja, komm, er driftet nach links. Super. Ah, es war ein bisschen. Coordinates acknowledged! Hat nochmal Glück gehabt. Wispy kann ich noch nicht. Setting course! Komm, das muss was werden. Underway! So. Den aktivieren. Hat jetzt aber nicht so viel Schaden gebracht. Target locked in! Oh, Motorenbombe. Ah. Ist auch nicht schlecht.
We serve. Plasma Bombe. Den auf die Triebwerke. We wait your command. Auf die Triebwerke. Ship ready. Understood. Wir müssen mal kriegen. Heading acknowledged. Maximum burn. Komm nochmal. Weil er will ausweichen. Changing course. So, wir haben es gemacht. I am listening. Launch Thunderhawks. Oh, der war gut. Triebwerke beschädigt. We serve. Ah, er hat unsere Torpedowerfer kaputt gemacht. Oder wir haben sie selbst kaputt gemacht mit unserer RAM-Manöver. Aye, Admiral. Ah, Scanner interessiert mich jetzt nicht. Schade. Wir haben schon wieder zwei Türme verloren. Also wir können bald nichts anderes außer RAM. Deck vernichtet. Engaging engines. So, erstes Feuer an Bord. Schild ist unten. Jetzt oder nie. Boarding teams have crippled the enemy. Er ist Trupps verloren. Triebwerke haben wir endlich vernichtet. We stand ready. Launch Thunderhawks. Zack. Boarding caused critical damage. Feuer an Bord. Noch mehr Truppen verloren. Das sollte es jetzt gewesen sein. Und wir haben noch vier Schiffe. Hm. Warum hat mein Space Marine Trupp nur ein Schiff gehabt? Da müssten wir ja noch 600 Ressourcen oder sowas haben. Wenn ich da nicht auf Bestätigen gedrückt habe. Eskortschiffe sind dank ihres Tempos. Text kann man nicht weiterlesen. So. Ja, aufgestiegen, muss aber nachladen. Hat mich bisher mit seiner Frontkanone, mit seiner Lanzenkanone nicht so überzeugt. Er hat auch hier dicke eingesteckt. Na gut. Aber die Sektoren gehören jetzt uns. Nee, das Geld ist weg. Habe ich vielleicht den falschen Trupp ausgewählt? Nö. Das Schiff ist nicht angekommen. Ach doch, hier ist er jetzt drin. Aber den hatten wir gerade nicht in der Schlacht. Warum war der nicht mit in der Schlacht dabei? Hm, na gut. So, jetzt haben wir hier die komplette Seite. Jetzt kann man hier wirklich mal die Eigenschaften verbessern. Aber ich würde hier alles nur auf Geld gehen vielleicht. Aber ich poste ziemlich eigentlich nicht. Mehr Ressourcen interessiert mich dafür mehr. Wann kriege ich diese 200 Ressourcen? Hm. Oh, habe ich ja gar nicht gesehen. Können wir hier aufsteigen? Aha. Imperium, Adeptus Astartes, also Space Marine und Mechanicum. Okay, es gibt drei unterschiedliche Klassen. Cool. Bessere Triebwerke. Erhöht Schild Regenerationsgeschwindigkeit. Das ist ganz gut. Ja, Abklingzeit für Befehle auch nicht schlecht. Effektdauer von Feuer an Bord um 25% reduziert. Auch nicht schlecht. Das ist jetzt nur von. Das ist trotzdem gesamt okay. Verfügbare Schiff. Kann man auch noch freischalten, okay.
Wahrscheinlich mit 9 Erfahrungspunkte oder was? Was haben wir hier? Verbessern. Schiffe, die mit Start- und Landebuchten ausgestattet sind, erhalten ein zusätzliches Lande. Wehrmaterial. Blitzschlag fügt einen zusätzlichen Truppenschaden hinzu. Und da irgendwie Überladung. Der Schaden, den die Waffen des Schiffes an feindlichen Schiffen anrichten, wird um 10% erhöht. Aktivierungsverzögerung. Der Rumpf, Kautanisierung getroffener Necron-Schiffe wird um 10% erhöht. Okay. Gilt nur für Linienschiffe. Ich würde erstmal. Achso, verbessern. Aha. Kann ich verbessern, weil hier fehlt ein Upgrade-Punkt. Was steigen die Schiffe die ganze Zeit auf? Das raff ich hier irgendwie noch nicht. Aber okay. Drei Flotten. Ich habe den Punkt noch nicht gefunden, wo ich mein Schiff verbessere. Kann natürlich sein, dass sie das jetzt automatisiert haben. Aber wir hatten ja schon mehrere Schiffe, die ein Level-Up hatten. Oder vielleicht habe ich das Icon noch gar nicht gefunden. Weil hier war es ja früher. Ist ja das, was wir haben. Ja. Die hat zumindest ein Level-Up gehabt. Definitiv. Die war neu. Die hat ein Level. Ah, hier. Nee, zum Flaggschiff machen. Das wollen wir nicht. Reparieren. Rückziehen. Unsere Fähigkeiten. Ja. Also wenn ihr wisst, wo man hier upgraden kann, die Schiffe, oder ob das automatisiert ist, ich weiß es nicht, dann schreibt es mir doch mal gerne in die Kommentare. So, ansonsten können wir jetzt unsere Flotten... Tja. Da wieder wegziehen. Aber wir haben 0 Bewegung, also Runde beenden. Die rüsten den Kadia richtig auf mit Waffenplattform und so. Runde 8. So, maximal 3 Sektoren können wir durchflitzen. So. Dann wahrscheinlich auch. Tja, ich würde sagen, können wir Fremas angreifen. Oder die hier nochmal. Wir könnten ja erst Frema, dann nochmal zurück und dann da hinspringen. Wie sieht es mit Reparatur aus in der Flotte? Complete und hier noch nicht. Alter, Rekrutierung, alter Schwede. Da muss echt noch was einiges passieren hier. Agrarwelt. Ich bin am Belegen auch nur 6%. Minenwelt, bringt das mehr Geld? Ich hoffe. Ja, minimal, super. Ich das Geld mal behalten. Zug beenden. Ja, die Schweine igeln sich ein. So, aber wir kriegen hier keine Truppen rein irgendwie, ne?
auch 6%. Also ich bin, glaube ich, doch der Meinung, egal ob wir das dahin oder dahin gehen, 6% sind 6%. Spielen wir mal weiter. Boah, das Geld heben wir auf. Zug 10. So. Vollständig. Passt vollständig. Ich gehe jetzt trotzdem dahin. Diesmal haben wir absolut doppelte Stärke. Na? Haben wir nicht. Durch die Waffenplattform haben wir das nicht. Ich weiß nicht, wie schlau die KI ist, wenn ich Autoschlacht mache. Ich wollte es jetzt eigentlich mal testen. Aber dank der Waffenplattform ist der jetzt stärker und jetzt haben wir keine doppelte Stärke. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass die nämlich so doof sind, die KI, wenn er nämlich bei seiner Waffenplattform steht, dass die da hinflitzen. Also ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen Break. Nächstes Mal geht's weiter, wenn wir hier die 17. Flotte von den World Bearers angreifen. Also abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.